voll easy. Ach komm schon, so. Oder verliere ich dadurch Erfahrungspunkte? Ich hoffe doch mal nicht. Moment, die lassen ihre Waffen auch fallen? Habe ich das eben richtig gesehen? Dann hat der Meister seine Waffe vielleicht auffallen lassen. Ob die jetzt noch da liegt? Wahrscheinlich nicht mehr. So, wir lesen erstmal, während hier was weiß ich was abgeht. Fischer, so haben wir Zeit, ne? Lesen kann man immer. Spezieller Schlüssel benötigt. Du mich auch spielen. So, was ist da noch? Massive Holztüren, die man nicht öffnen kann. So, kann mir irgendwas mitnehmen. Ich meine mich ausleihen für die Mission. Spiel steht, leck mich. Ich hing am Stuhl fest. Ein Stuhl behindert mich. Und ich muss wieder aufs Klo. Ich hätte nicht so viel Orangensaft trinken sollen. Spezieller Schlüssel benötigt. Leckst mich doch am Arsch. So, gut. Dann töten wir eben den Typen da oben noch. Einer mehr macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Oh. Es sind natürlich wieder mehrere noch. Doch mal Kusch. Kusch, habe ich gedacht. Oh, jetzt ist der Meister auch noch da. Genau, was ich mir gewünscht habe. Du weißt ja, der ist Meister. Das soll Assassinenmeister heißen, wenn sie. Also so ein Prinzip, ne? Also prinzipiell müsste das so heißen. So. Mich doch. Bin ich gut darin, 2 Milliarden Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Aber brauche ich auch nicht, weil ich habe nämlich hier die steht auch gleich mal wieder auf mit Mentorenfähigkeit. Ganz ehrlich, wenn da jemand Mentoren wieder aufsteht, würde ich glaube ich einfach weglaufen. Ach was. Ich kann doch etwas, das Mentor aufsteht, bestimmt töten. Komm, mal hier sterben. Nur der Meister hier wäre das einfach. Die lassen sie so schön wegdrängen und dann kann man immer wieder draufschlagen. Aber da ist doch dieser andere Typ. Der macht die Sache ein wenig schwierig. Oh, und dieser automatische An. Nimmt natürlich immer nur den. Das heißt, sie ins. Ach. Kann ich nochmal auf. Da muss doch irgendwo ein Haken dabei sein. Das wäre so viel zu einfach. Also irgendwie von der Schwierigkeit her, ne, wäre das doch so viel zu einfach. Hörst du? Hey! Hilfe! Hol uns hier raus! Wir könnten die Mühle anzünden und schauen, was passiert. Nee, der hat auch nur so eine. Lederrüstung, nicht passend. Erst mal was Wichtiges machen, alles kaputt. Ist ja schon wieder. Oh doch, 5 Dukaten. Fast schon viel. Ich fühle mich jetzt fast schon reich. Komm hier, hier. Welche? Brot, jawohl. Brot. Aber das Obst lasse ich stehen, weil. Naschzeug, ne? Wer will schon Brot, wenn er was zum Naschen hat? Und spielen Spaß und Spannung. Ess doch lieber mal einen Apfel, Moment. Voll hässlich. Oh, sie hat überlebt. Seht ihr das? Sie hat überlebt. Hey! Sie wollten ja eine Falle stellen, haben sie gesagt. Und das waren viele und die trugen Schwerter. Ja, das ist mir aufgefallen. Oh, ja, natürlich. Das war wirklich heldenhaft. Du hast mich gerettet. Und meine Taverne. Und was wäre ein Wirt ohne seine Taverne? Und du hast sogar die Gäste gerettet. Ich meine, was sollte ich ohne Gäste denn machen? Also sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Weißt du, was diese Kerle wollten? Sie haben jemanden gesucht, aber wen weiß ich nicht. Noch was? Wie komme ich nach Venedig? Nach Venedig? Warum nimmst du nicht einfach die große, große Brücke, die direkt hinführt? Die ist blockiert, Mann. Ich bin ja nicht völlig auf den Kopf gefallen. Oh. Ach so. Naja, das wusste ich nicht. Naja, die Brücke ist ja nun blockiert.
Aber ein paar Fischer könnten unten an der Küste sein. Die Hintertür meiner Taverne führt dahin. Aber sei vorsichtig. Diese grausamen Krieger sind noch überall da draußen. Wo hab ich doch gleich den Schlüssel? Verlegt? Nein, da ist er ja. Mein Boot! Oh nein, schnell! Ich muss nach meinem Boot sehen! So, erstmal den Schuh kaputt schlagen. Das ist erstmal das Wichtigste. Es juckt auch niemand, dass ich den. Was? Moment. Ausruhen? Ausruhen! Das gefällt dir, ne? Da guckst du gleich mal genauer hin. Perverses Schwein. Moment, da war irgendwas. Ach, das ist noch Mirk. Wie auch immer Mirk ist. Da jetzt, wo Mirk? Die Ganoven fort sind, werden wir hier erstmal aufräumen. Und was trinken. Nicht unbedingt dieser Reihenfolge. Bist du auf dem Weg nach Venedig? Ich bin bei den Docks aufgewachsen. Oh, was für eine schöne Zeit das war. Doch heute ist alles anders. Du solltest nicht dorthin gehen. Bleib hier, wo es sicher ist. Erzähl mir von den Docks von Venedig. Sicher. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich alles wieder vor mir. Eiche, Teer und viele, viele Holzsplitter in der Werft des Arsenalbezirks, wo die Schiffsarbeiter ihre Messer und Äxte schwangen. Und der Hafen. Stapel aus Stoff und Wolle, in der Sonne neben Eichenfässern voll mit Whisky aus dem Norden. Schiffe, die einliefen und Männer und Frauen auf die Holzstege spuckten, die begierig darauf waren, in der geschäftigsten Stadt der Welt Handel zu treiben. Oder die nur den Mädchen in den dunkleren Ecken einen Besuch abstatten wollten, um sich von einer anstrengenden Reise über die endlose See zu erholen. Oh, wenn ich doch zurück könnte. Doch solange der Doge und seine Bande von Halsabschneidern regiert, bleibe ich hier. Weit weg von all dem. So, mal kurz Pause machen. Boah! Mann, musste ich gerade pissen. Ich sollte weniger Saft trinken, bevor ich aufnehme. Verdammte Windmühlenbruchbude. Verfluchter Kneipenwirt. Dann kann ich endlich meine Mission erfüllen und heimkehren. Was hast du für ein Problem mit dem Kneipenwirt? Er ist ein Halsabschneider. Ich bin sicher, dass er die Gäste beklaut, wenn sie nicht hinsehen. Und all seine Beute versteckt er in einer kleinen Kammer. Aber, haha, ich kenne das Geheimnis. Wenn man 4 Steine in der Reihenfolge 1, 3, 2, 4 drückt, könnte sich jeder seine Beute unter den Nagel reißen. Wenn sie es halt wüssten. Armes Bauerngesindel. 1, 3, 2, 4. Hallo. Ich habe keinen Stift, um es aufzuschreiben. Von welcher Mission redest du? Ich warte auf jemand namens Benedikt. Er hat sich verspätet. Sehr verspätet. Er wird nicht mehr kommen. Benedikt ist tot. Oh nein. Dann ist unsere Hoffnung mit ihm gestorben. Ich kann nicht zurückkehren, denn die Schande meines Versagens ist zu groß. Die Regeln des Ordens des Heiligen Siegels verbieten Versagen. Also wird dies hier mein Exil sein. Ausgerechnet mit diesem Halsabschneider von einem Kneipenwirt. Oh, dies sind wahrlich dunkle Tage. Sein Training hätte heute beginnen sollen. Hör zu. Du bist sicher auf dem Weg nach Venedig, oder? Nimm dieses Siegel und gib es Ranga. Er ist der Meister des Ordens des Heiligen Siegels. Sag ihm, dass Ingvar unterwürfigst sein Exil akzeptiert. Du findest Ranga im äußeren Bezirk von Venedig. Du hast von Training gesprochen. Ja, aber dieses Training war für Benedikt gedacht und für niemand sonst. Obwohl, du hast tapfer gekämpft. Manchmal jedoch reicht Tapferkeit nicht aus, um zu siegen. Oh, was soll's. Ich habe ja sonst nicht viel zu tun. Wenn du deine Fertigkeiten verbessern möchtest, dann werde ich dir dabei helfen. Wenn du erfahren genug bist, kann ich dich neue Fertigkeiten lehren. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du Kombinationsangriffe ausführen kannst. Sie sind sehr mächtig. Zeig mir, wie man Kombinationsangriffe ausführt. Gut, dann lass uns beginnen. Ich jetzt nicht mehr habe, weil ich die Klinge gewechselt habe. Gute Sache. Und sein Helm geht einfach durch das Holz durch.
Weil er zu groß für die Tür ist. Warum nicht? Toll. Jeder Kombinationsangriff startet mit einem einfachen Schlag. So wie dieser hier. Oh, das steht mal wieder. Oder ist das das Spiel selbst? Hm. Und jetzt du. Wow. Oh. Wow. Gut. Der nächste Schritt sind zwei Schläge hintereinander. Dafür musst du zweimal schlagen, wobei der zweite Schlag ausgeführt wird, wenn der erste fast zu Ende ist. Das sieht dann so aus. Und jetzt du. Das ist wirklich... Der schwierigste Teil ist, mehr und mehr Schläge hinzuzufügen. Ohne die Kombination zu unterbrechen. Dafür musst du im richtigen Moment schlagen. Stets am Ende des vorherigen Schlages. Für den Moment soll ein dritter Schlag genügen. Das sollte bei dir dann so aussehen. Oh. Und jetzt du. Ich bin beeindruckt. Das ist ja der Wahnsinn. Du hast die Übung gemeistert. Nutze die Kombinationsangriffe, wann immer du kannst. Sie richten sehr großen Schaden an. Nun solltest du einen Lehrer finden, der dir das Parieren von Schlägen zeigen kann. Hallo. Kann ich schon. Wie kann ich dir helfen? Du hast von Tränen... Ja. Obwohl, du hast manchmal, wenn du außer Körperfähigkeit bring mir Kampf. Ich kann dir Kombinationsattacken. Hast du was für die Mundklinge? Oh ja. Todesladung. Todesbiss. Was ist das denn? Macht des Hammers? Ist ja der Hammer. Nö, Zauber kann ich mir keine lehren. Ich hab schon so viele Punkte. Soll das so sein? Machen wir es doch gleich richtig. Wie kann ich da überhaupt haben? 3 von 3, sehr gut. Ja, sieht ganz nett aus. Das müssen wir bei Gelegenheit mal testen. So, was haben wir denn hier? Schmetterlinge. Die sind hier auch überall. Ist das hier ein RPG-Megaspiel oder was? In den schlechten sind auch immer 2 Milliarden Schmetterlinge. Kann ich die töten? Komm schon, gib mir deine Lebensenergie. Der Schmetterlinge, so. Mal gucken, was wir da noch so haben. Wir haben mehr. Also Wasser praktisch, ne? Oh, Moment, Münze. Imperiale Münze. Das waren doch 3 Münzen, oder? Das sah eben aus, als wenn es 3 Münzen gewesen wären. Sehr gut. Wir nehmen eine auf. Die restlichen 2 verschwinden. Wo ist denn hier überhaupt eine Brücke? Ich sehe die nicht. So. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Fischer hin? Mit dem müssen wir auch bestimmt nochmal reden. Und wo ist diese Kammer, wo ich... Angeht. Warum kann ich da nicht hochgehen? Ja, das funktioniert sehr gut gegen so viele. Komm schon. Komm schon. Mann, das ist immer unfair gegen so viele zu kämpfen. Sollte verboten gehören, dass die hier so... Können die nicht einzeln kommen? Das ist viel schöner, wenn hier jeder einzeln kommt und... Ich meine, klar, ich kann von den Toten immer wieder auferstehen. Das ist jetzt nicht so das Ding. Das ist wirklich viel stärker. Schnauze hier. Sollst mich blocken. Hab ich doch verboten. Scheiß Blocker-Noob. Vote Bun, Alter. Was? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Oh, ich bin Level aufgestiegen. Komm. Okay, Kusch, ihr habt doch keine Chance. Ich bin so voll übermächtig schon. Ich bin Stufe 6, Alter.
Ich mach mal einen Abgang. Ich muss ja wirklich fast schon taktisch kämpfen, wenn man so gegen drei auf einmal kämpft. Also ein bisschen jetzt, ne? Ach komm schon, ihr habt doch nichts drauf gefeilt. Deswegen seid ihr auch so hässlich, Assassinen. Ihr seid so hässlich, mit euch wollten früher nicht mehr die Steine spielen. Meine Witze sind voll nicht lustig, ich weiß. Was? Noch mehr? Jetzt heiß langsam. Sehr schön. Das weißt du gefallen. Bleib doch mal da. Hallo. Kann ich noch einen draufsetzen? Nein. Ich bin beim Maximum schon angelangt. Ich kann jetzt nicht hochklettern, weil... Naja, die sind ungefähr einen Meter über meinen Kopf. Und da müsst ihr eine Kiste nehmen, das geht ja nicht. Man kann in diesem Spiel nämlich keine Kisten nehmen. So, der eine hat seine Waffe schon mal wieder gefressen gehabt. Toll. Der hat seine Waffe auch gefressen. Ich sterbe, muss schnell noch meine Waffe runterschlucken. So, rede mit mir. Du hast sie geschlagen. Und ich konnte nur zusehen. Ich erinnere mich an dich. Ich weiß noch, wie du mit deinen Freunden am Strand gespielt hast. Das muss vor einer Ewigkeit gewesen sein. Vermutlich hast du gesehen, wie ich mit Steinen und Möwen gespielt habe. Ich hatte nicht viele Freunde. Mag sein, aber deinen Halbbruder Leon hattest du und diesen Benedikt. Seid ihr beide denn immer noch? Er ist tot. Oh, wir leben wirklich in dunklen Zeiten. Ich habe ihn früher das eine oder andere Mal aus dem Wasser gefischt, wenn er sich zu weit hinauswagte. Aber heute bin ich wohl derjenige, der Hilfe braucht. Diese Kerle wollten mich umbringen und haben mich schwer am Bein verletzt. Sie haben meine Ruder zerbrochen, damit niemand mein Boot zu ihrer Verfolgung nutzen kann. Aber vor einigen Tagen hat ein Boot da vorn an dem kleinen Felsen Schiffbruch erlitten. Ich glaube, dessen Paddel liegen dort noch irgendwo. Wenn du sie mir holst, dann bringe ich dich, wohin du willst. Warum können die Sachen nicht einfach mal einfach sein? Das wäre ja langweilig. Ich kann das Boot vielleicht mitnehmen. Nimm Boot. Benutze Boot mit Wasser. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich habe mich aufgefasst. Sehr gut. Ich war damit beschäftigt, meinen Orangensaft zu trinken. Kann es sein, dass ich auch irgendwie mehr Punkte bekomme? Ja, ich bekomme 30. Warum auch immer. Wo auch immer da ist, nur so ein Schild steht. Rede mit Hallo. Mir. Körperkombinationsangriff trainieren. Du hast von. Achso, ja, das. Ich krieg's nur wieder gerne an. Bring mir Kap. Ich kann dir. So, hier können wir nichts Neues lernen. Hier könnt ihr was lernen. Lohnt sich das alles? Das ist eine sehr gute Frage. Schwert mache ich auf jeden Fall noch eins mehr. Kostet das irgendwann mehr? Nö, das kostet auch alles nur 10. Das kommt mir gerade so ein bisschen unbalanced vor. So. Ich muss jetzt mal in mein Tagebuch gucken, weil ich nicht aufgepasst habe. Von der Waffe. Bring Brief, Tavernschätze. Oh, gut, es ist eingeschrieben. Der verletzte Fischer. Was soll denn das sein? Ach da. Wo soll denn das sein? Mal überlegen. Vielleicht dieser Punkt da draußen. Ach was. Ignorieren wir das erstmal. Wir wollen erstmal den Wirt eine Lektion erteilen. Und all sein Hab und Gut wegnehmen. Gehen wir natürlich später wieder zurück. Später irgendwann. Ganz ehrlich, ich würde da nicht rumlaufen. Das sieht mir ein wenig unsicher aus. Imperiale Münze, toll. Du hast einen gigantischen Haufen wertlosen Gold gefunden. Was man jetzt alles findet, Goldkette. So, die Hühner oder was auch immer das sind, können wir nicht totschlagen.
So, gehen wir wieder rein. Wir waren hier drin noch nicht fertig, als das Spiel uns dann einfach mal rausgeschickt hat. Hör zu! Du hast dich heldenhaft verhalten. Da ist noch etwas, wobei du uns helfen kannst. Aber wenn du deine Reise nicht unterbrechen willst, verstehe ich das auch. Du kannst jederzeit zurückkommen, um uns zu helfen. Um was geht es? Jetzt, wo die Straße blockiert ist, kommt ja niemand mehr nach Venedig und umgekehrt. Was ist so schlimm an einer versperrten Straße? Naja, die Leute, die in den Bergen wohnen und vom Handel mit Venedig leben, sind jetzt von der Außenwelt abgeschnitten. Und früher oder später werden sie verhungern, was sich auch negativ auf meine Kundschaft auswirken würde. Aber natürlich geht es mir vor allem um die Leute, die in den Bergen leben. Natürlich. Während des Angriffs hat ein dreckiger Landstreicher unsere Brieftauben gestohlen, weswegen wir keine Nachricht an unseren Lehnsherrn schicken können. Dieser Kerl versteckt sich in einer kleinen Bucht im Osten und